Touri 2 TV. Medien und Marken live. Frau Meckel, Kurt Tucholsky sagt, was die Lage der Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten. Wer erklärt uns denn die Verflochtenheit der Welt? Zunächst mal hat Kurt Tucholsky da schon mal was Gutes erklärt, denn dass sie verflochten ist, ist ein Faktum. Das heißt, Globalisierung lässt sich bei allem, was wir im Moment erleben, nicht zurückdrehen. Wer es erklärt? Ich glaube, niemand erklärt es ganz, weil es tatsächlich so verflochten ist und auch so kompliziert, komplex ist, dass man es nicht im Ganzen erklären kann. Aber viele erklären es, die Wissenschaft versucht es uns zu erklären, Ökonomen versuchen es uns zu erklären und wir versuchen es als Wirtschaftswoche natürlich auch zu erklären. Weil wir denken, Globalisierung gehört zum modernen Wirtschaftsleben, ist eine Verfasstheit des modernen Wirtschaftslebens. Deshalb muss man sie erklären, denn nur das, was die Menschen verstehen, beginnen sie zu mögen. Davon können sie dann profitieren und damit können sie umgehen. Das ist unser Job. Es gibt viele Fragen zur Globalisierung. Muss die Chefredakteurin der Wirtschaftswoche auf jede Frage eine Antwort haben? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, im Gegenteil, sie muss sich mit jeder Frage, die auftaucht, beschäftigen. Neugierig sein, das tun zu wollen. Wenn sie behaupten würde, sie hätte auf jede Frage eine Antwort, dann wäre sie größenwahnsinnig und auch keine gute Chefredakteurin. Der zweite große Trend neben der Globalisierung ist die Digitalisierung. Ist das Segen oder Fluch für Sie, für die Verlage, für jeden Einzelnen? Ich glaube, dass die Digitalisierung in jedem Fall Segen ist. Dass es eine unfassbare Chance ist, Dinge weiterzuentwickeln, Neues zu erfinden, wo auch die Dinge schieflaufen und dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Ich selber profitiere da enorm von. Ich glaube, wir haben nie eine Welt gehabt, in der wir so viel Wissen und Informationen zugänglich hatten, wie das heute der Fall ist. Wir müssen es gestalten. Die Verlage haben es schwer. Sie haben es aber auch schwer, weil sie zu lange geglaubt haben, sie würden sozusagen Papier verarbeiten und nicht Informationen. Das hat sich längst geändert, aber der Prozess ist, der dauert. Und für unsere Geschäftsmodelle, für unsere Wertschöpfung ist Digitalisierung eine echte Herausforderung. Aber das ist für mich kein Grund zu sagen, sie ist ein Problem, sondern sie ist eine Chance und die Chance müssen wir umsetzen. Die Gefahr ist, dass Leser weggehen von Print und online sich anderswo informieren. Was macht die Wirtschaftswoche, um den Switch von Print allein zu Print digital hinzukriegen? Ich glaube, wir müssen schon unterscheiden, wo die Leser hingehen. Sie gehen ja nicht alle weg von dem Magazin als gebündeltem Produkt. Sie nutzen es nur zunehmend als E-Paper, also als digitales Produkt, als App. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Also ob jemand gedruckt lesen will oder auf digital, ist mir erstmal egal. Hauptsache, er mag das Produkt, das durch eine professionelle journalistische Redaktion erstellt ist. Und ich glaube, dafür gibt es weiter Bedarf, weil wir leben ja in einer Informationsflut, wo jeder eigentlich überfordert ist, sich in diesem ganzen Wust die Dinge rauszusuchen, die wichtig sind. Dafür sind Medien da, die müssen ihre Arbeit immer wieder überprüfen und gucken, ob sie auch in der Zeit richtig liegen, aber die Nachfrage danach ist da. Und ich glaube auch daran, dass das Papier bestehen bleibt. Ich glaube aber, es wird weniger werden, es wird ein eher elitäres, teureres Produkt werden. Und damit müssen wir dann auch umgehen.